So, liebe Leute, ich baue heute von Ikea den Malm-Nachtschrank auf, Farbe schwarz-braun. In dieser ganzen Verpackung kann man das Ding kaufen und legen wir auch schon los. Für den Aufbau braucht ihr einen Hammer, einen Schlitz und einen Kreuzschraubenzieher sowie ein Cuttermesser. So, nachdem ihr nun grob alles ausgepackt habt, braucht ihr am Anfang diese Schrauben, davon 8 Stück für die Seitenwände. Dort gehören jeweils 4 rein. Ihr seht das in der Beschreibung, ich brauche sie jetzt nicht. Du hast immer 2 Löcher nebeneinander, eins größer, eins kleiner, und in die kleineren Löcher, das zieht sich durch das ganze Ding, in die kleineren Löcher müssen diese Dinger eingeschraubt werden. Erst mit der Hand vorziehen, damit die beißen, und dann im Schraubenzieher nachziehen. So, wenn wir jetzt das haben, nehmen wir die schmalen und die etwas breiteren Holzstücken hier, und dort in die kleineren Löcher stecken wir diese Holznippel rein. Nicht versuchen, irgendwie drauf zu hauen oder sowas, dafür gibt es einen Hammer. Wenn die nicht gleich reingehen, ich kenne welche, die sich da schon verletzt haben. Zur Orientierung, ihr habt auch immer hier nochmal einen Lochkreis, wo später diese Schraube durchkommt. Also quasi immer das andere Loch. Ganz logisch. So, jetzt einfach diese Spanplatte, also die nirgendwo foliert ist, hier hinten hin. Und die 2 kleinen hier vorne. Ich hoffe, ich muss es nicht sagen, aber dabei natürlich darauf achten, dass die folierte Seite in dem Fall immer außen ist. Ihr habt jetzt so eine Plaste-Dinger, die genau in die Löcher passen. Und dort ist ein Pfeil drauf. Der Pfeil muss nach unten zeigen zu der Schraube, die hier durch das Loch guckt. Die steckt ihr hier so in die Löcher rein. Das wird sich noch durch das ganze Ding hier ziehen. So, und jetzt kommt auch schon der breite Schlitzschraubenzieher zum Einsatz. Rein, einmal drehen nach rechts. Und damit wird das Ganze fest und rangepresst. So, jetzt die andere Hälfte einfach oben drauf stecken. Dabei darauf achten, dass sie wirklich alle in ihre Löcher reinkommen. So, und jetzt nicht draufhauen wie ein Irrer, sondern einfach nur Gewicht und versuchen, das so reinzukriegen. Mit Gewalt hat noch nie irgendwas funktioniert. Weil wenn es nicht gleich klappt, dann einfach nochmal die Löcher kontrollieren, dass alles drin ist. Und wenn er drauf haut, könnt ihr euch selbst verletzen. So, dann das ganze Ding drehen. Damit er an die anderen Öffnungen noch besser rankommt. Und hier wieder diese Plastiknippel reinstecken. Wieder der Schlitzschraubendreher und alles einmal im Uhrzeigersinn drehen. Hierbei nicht übertreiben, dann nach fest kommt ab. So, jetzt habt ihr das Gestell schon mal fertig, jetzt kommt die obere Platte. Dazu stellen wir das mal kurz beiseite. Nehmen uns hier die Platte und da wieder dasselbe Prinzip mit diesen Schrauben. Ihr habt hier 8 Löcher und 4 davon sind ein bisschen kleiner als die anderen, das sind die äußeren. Da mit der Hand vor und dann im Schraubenzieher nachdrehen. So, reingeschraubt, brauchen wir jetzt hier das Kurzteil.
Unterteil wieder vier solcher Holzstifte. Die stecken wir hier vor in die kleineren Löcher. Grob oben erstmal rein. In die Löcher halt, wo unten drunter nicht das Loch gesägt ist, dann letztendlich in die Schraube. Hammer. Dann rein, bis es verwendet wird. Und die Platte oben drauf. Dabei darauf achten, dass vorne die folierte Seite, genau wie hier, vorne ist. Und hier wieder nur einfach mit Gewicht nicht schlagen. So, weil ich da jetzt nicht so gut rankomme, drehe ich das Ding um. Denn jetzt müssen wieder diese Plastikmittel rein. Ist natürlich schön, alles sind Dinger und Mittel und sonst was, aber die richtige Bezeichnung dafür kenne ich halt nicht. Wie gesagt, der aufgedruckte Pfeil muss wieder Richtung Schraube zeigen. Und schon geht das Block auf Block nicht rein. Schlitzschraubenzieher, festdrehen. So, der eigentliche Schrank vom Gestell her steht, wie ihr seht, man kann auch durchgucken, also die Rückwand. Dazu legen wir den hin, nehmen uns die Rückwand mit der rauen Seite nach außen, passen die hier schön ein. Hier wäre es natürlich ideal, wenn ihr irgendwie zu zweit arbeiten könnt, aber das ist kein Muss. Ihr habt hier jede Menge Nägel, solche kleinen, mit denen ihr dann die Rückwand festmacht. Ihr braucht aber nicht alle, die mitgeliefert sind, weil es macht keinen Sinn, dort 50 Nägel reinzuhämmern. Beginnen tut ihr in den Ecken, sucht euch eine aus. Wenn dann die Ecken habt, einfach jeweils mittig von den Seiten und dann hier, hier mittig und das wird erreicht. So, wenn ihr dann genug Nägel drin habt, so viele wie ihr denkt, dass es gut ist, ihr könnt auch alle reinholen, das sind eine ganze Menge, dann den Schrank einfach wieder aufschneiden. Und dann kommen wir auch schon zu den Einschieben. Hier wieder selbes Prinzip, ihr habt die Frontplatten, die auf der Rückseite Bohrungen haben und dort müssen wieder diese Schrauben reingedreht werden. Wieder in die kleineren Löcher. Wenn das getan ist, die Seitenwände wieder mit den Holznippeln beschicken. So, jetzt ist es eine kleine Schwierigkeit, sage ich mal, rauszufinden, wie die ran müssen, weil das nirgends beschrieben ist. Hier seht ihr auf dem Brett im unteren Teil die Löcher und diese müssen dann auch in dem eigentlichen Einschub nach unten zeigen. An dem Frontbrett habt ihr quasi hier so eine Einkerbung und diese zeigt auch unten. Bedeutet also, ihr orientiert euch an diesen Löchern, diese zeigen nach unten, dieser Schlitz ist unten und dann müsst ihr nur noch schauen, dass diese Einkerbung auch zur Innenseite zeigt. Das scheint hier alles zu passen, ist also das Brett für die rechte Seite jetzt von mir aus gesehen. Okay, wenn man von vorne schauen würde, wäre es schon wieder links, aber das haben wir auf jeden Fall jetzt das richtige Brett gefunden. Und hier ebenso, mal gucken. Die Löcher zeigen nach unten. Das könnte passen, aber in dem Fall habe ich hier diese Einkerbung nach außen. Also ist das ein Brett von dem zweiten Regal, das dann hier auch auf die rechte Seite gehört. Schauen wir hier, gleiches Prinzip. Löcher, die Löcher sind hier unten. Das stimmt auch. Also, rein damit. Das passt. Sehr gut. Jetzt also wieder diese kleinen Nippel hier
mit dem Pfeil Richtung Schraube reinstecken und drehen zur Befestigung. So, als nächstes kommt der Boden zu den Einschüben. Der wird einfach nur hier hinten mit der richtigen Farbe nach oben in die Einkerbung gesteckt. Hält dann erstmal so. Der wird jetzt nicht weiter festgeschraubt. Das hält später mit einer Befestigung der Schienen. Jetzt nehmen wir uns quasi das hintere Brett für die Schublade und stecken die hier nur so rein. Wir müssen dabei darauf achten, dass der Schlitz im unteren Bereich genau mit diesem übereinstimmt. So, wenn das jetzt zusammen ist, so hinschieben, hier habt ihr zwei Löcher und da gehören diese weißen Löffel rein. Damit das hier jetzt nicht auseinanderfliegt, weil die müssen wir reinhämmern, drücken wir das mit der einen Seite gegen unseren Körper. Auf der anderen Seite wird sanft gehämmert. Man sieht, das jetzt ist hier noch recht lose, also quasi der Boden, der wird dann gleich befestigt. So, um dann den Boden der Schublade zu befestigen, nehmen wir den fertigen Schrank und stellen diese kopfüber drauf, sodass das hervorstehende Ende nach unten guckt, zwar an der Wand, weil wir gleich drauf rumschrauben müssen, dass hier nichts abbricht. Hier werden dann 6 solcher Minischrauben benötigt und die Schienen werden einfach mit der Rolle nach hinten, so, dass die Löcher übereinstimmen, rangeschraubt. Das ist jetzt eine ziemliche Fummelarbeit, weil wer keinen magnetisierten Schraubenzieher hat oder dergleichen hat, dem fallen diese kleinen Schrauben dann immer wieder runter oder eben der Schraubenzieher. Wenn er dann eins drin hat, geht der Rest wie ganz von alleine, aber das erste überhaupt erstmal reinzukriegen, ist ein bisschen nervig. Hier gilt auch wieder, nicht zu fest, denn nach fest kommt wieder ab. So, das Ganze ist jetzt fertig. Dieser Einschub ist komplett und wir fangen an, den unten reinzuschieben. Dazu kippen wir den leicht nach unten und dann fährt er auch schon von alleine rein. Jetzt passe ich noch das zweite Ding und dann geht es gleich weiter. So, bevor wir es jetzt komplett vergessen, es gibt noch so eine kleinen weißen Nippel, die man jetzt hier gar nicht sehen kann eigentlich. Diese gehören noch an die Seiten hier in die kleinen Löcher ein als Pralldämpfer, sage ich mal, beim Schließen der Schubladen. So, das zweite Regal, dann genau dasselbe Prinzip. Leicht abwärts anwinkeln und reingeschoben. Was ich jetzt noch vergessen habe, ihr habt noch solche Fußbodenschoner, die ihr drunter klipsen könnt. Ich habe es noch nicht gemacht, ich werde das jetzt noch nachholen. So, fertig ist der Nachtschrank. War eigentlich ein recht simpler Aufbau. Ihr seht, es ist kein Wunder. Ikea ist ja auch immer recht nutzerfreundlich. Und ja, das war der Aufbau. Wenn euch das Video geholfen und gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen hoch und für weitere Gewusst-Wie-Videos abonniert gerne den Kanal, dann verpasst ihr keine Folge mehr.